Herzlich willkommen zum heutigen Lehrvideo mit dem Thema Einstandspflicht und Subsidiärhaftung in der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Das Thema Einstandspflicht oder Subsidiärhaftung sind ja Risikokeulen, mit denen die Versicherungswirtschaft gern um sich schlägt und die auch in den Lehrvideos mit den Versichererargumenten diskutiert und enthalten ist. Ich möchte das Thema einfach noch einmal zusammenfassen. Für mich sind es wirklich Begriffe, mit denen schlägt man um sich, hofft, dass keiner versteht, was man damit meint und hofft, dass das Ganze natürlich sehr risikoreich sich anhört. Die Einstandspflicht, die ist doch nichts anderes als der Verschaffungsanspruch. Beides wird immer mal wieder genannt. Mit dem einen verwirrenden Begriff erklärt man doch den anderen verwirrenden Begriff, und im Kern ist es nichts anderes als die allgemeine Arbeitgeberhaftung nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz, der für alle Durchführungswege gleich gilt. Den § 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz können Sie es ausdrucken, laminieren, sollen Sie auch meiner Sicht immer dabei haben. Wenn Sie es nicht machen, dann können Sie es auch gern beim Mandanten jederzeit googeln über Gesetze im Internet. Und auch da finden Sie Vorschriften, und da steht ganz klar drin, dass der Arbeitgeber immer haftet, bei allen Durchführungswegen einsteht. Das heißt, es ist kein Spezifikum. Und die Frage ist, bei der pauschal dotierten Unterstützungskasse, für was stehe ich überhaupt ein? Und schauen wir uns mal die Entgeltumwandlung ein. Da muss ich einfach die Entgeltumwandlung inklusive Zins zu einem bestimmten Zeitpunkt, der genau klar ist und berechenbar, dann, wenn der Mitarbeiter 65 oder 67 ist, dann muss ich das zurückbezahlen. Das ist nichts anderes als ein Bankdarlehen. Ob ich 100 Euro vom Mitarbeiter kriege und der sagt, ich bin am 1. Mai 2036 67, da will ich die 100 Euro plus Zins wieder haben, oder ob ich die 100 Euro von der Bank bekomme und die sagt, ich will sie am 1. Mai 2027 oder auch 36, wo auch immer, inklusive Zins zurückzuhaben. Das ist genau das Gleiche. Beim Bankdarlehen würde man einfach sprechen, das ist meine Verbindlichkeiten, da muss ich mein Geld wieder zurückbezahlen. Da wird keiner sprechen von Verschaffungsanspruch, das muss der Bank wieder verschaffen, und du bist in der Subsidiärhaftung und du hast eine Einstandspflicht. Nein, du hast da Verbindlichkeiten, das hast zurückzuzahlen. Also was ganz was einfach und ganz was Simples. Bitte immer Gleiches mit Gleichen und nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und vor allem nicht verwirren lassen. Schaue ich mir den arbeitgeberfinanzierten Teil an. Arbeitgeberfinanzierte Versorgungen fallen nicht vom Himmel, sondern die werden deshalb gemacht, weil der Arbeitgeber den Mitarbeitern irgendwas geben will, irgendwas geben möchte, irgendwas geben muss. Und er gibt ihnen normalerweise nicht mehr, als er das für richtig und fair hält. Und entweder er gibt ihnen einen Versorgungslohn oder er gibt ihnen einen Barlohn. Und wenn ich sage, statt 50 Euro Gehaltserhöhung pro Monat bekommst du 50 Euro plus 1,5% Zinsen in 20 Jahren, weil du gerade 47 bist, dann ist es ebenfalls eine ganz klare Verpflichtung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausbezahlt werden muss. Also was ganz Klares, jederzeit berechenbar, jederzeit bestimmbar, keine Unsicherheit drin, keine Rechenschwierigkeit, gar nichts. So einfach ist das Ganze. Und bei kleineren Unternehmen macht man immer Kapitalzusagen. Bei größeren Unternehmen, die die Liquidität nicht wollen und nicht brauchen und vom langsamen Abfluss keine großen Vorteile haben, weil sie sowieso nicht viel finanziert haben, macht man immer Kapitalzusagen, und die sind immer zu 100% kalkulierbar. Die können doch nie mehr werden, die können auch nie zu einem anderen Zeitpunkt ausbezahlt werden. Das kann nur weniger werden, wenn der Mitarbeiter früher ausscheidet und sein Anspruch wird weniger. Im Ergebnis geht es ja wirklich um eine psychologische Verwirrung mit Haftungsrisiken, die so einfach nicht gegeben sind. Weil es ist eine Pflicht und kein unkalkulierbares Risiko. Und es ist genau berechenbar und nicht unkalkulierbar. Also von daher, wenn man es wirklich vergleicht, was es ist, wird das Ganze auch tatsächlich einfach. Und wenn wir uns die Subsidiärhaftung anschauen, was heißt, der Arbeitgeber haftet neben der Unterstützungskasse, einfach, dass alles erfüllt wird. Ja klar, im Ergebnis ist ja bei anderen Durchführungswegen genauso. Der Arbeitgeber zahlt freiwillig ein in die Unterstützungskasse.
Er kann von nichts bis zum steuerlichen Maximum einbezahlen. Wenn er wenig einbezahlt hat und zu wenig da ist, klar haftet er. Aber das können auch noch mehr sein als die 100 Euro und die 1,5%. Im Ergebnis ist das gleiche wie die Einstandspflicht. Was ich bekommen habe, muss ich einfach mit Zinsen zurückbezahlen. Also ganz klar kalkulierbar. Und eigentlich ist es eher ein Thema bei rückgedeckten Unterstützungskassen. Weil was die Versicherung leistet, ist weder sicher noch ist es garantiert. Und ich empfehle Ihnen hier Informationen zum Paragraf 314 VAG. Gibt es hier auch als Lehrvideo. Aus 89 VAG wird 314 VAG. Paragraf 89 war die alte Vorschrift. Und ich möchte zum Schluss einfach nochmal ein ganz deutliches Beispiel bringen, wenn ich die Haftung für eine Versicherung und die Haftung für die pauschal dotierte Unterstützungskasse nebeneinander setze. Ich hafte immer für alles, was garantiert ist. Ich hafte immer für alles, was zugesagt ist. Der Unterschied ist, bei der pauschal dotierten Unterstützungskasse habe ich das Geld, kann das Geld anlegen in einem festverzinslichen Wertpapier auf mein Girokonto, kann es ins Tresor stecken oder kann es mir in eine Schublade legen. Dann ist das Geld sicher nicht weg. Es ist sicher da. Das heißt, haften kann ich dann nur für die Zinsen. Und bei 1,5% fallen die wirklich nicht mehr ins Gewicht und erst recht nicht, wenn man sieht, die Zinsen sind in 20, 30 Jahren einmal zu zahlen. Schaue ich mir die Versicherung an, da gebe ich die 100 Euro außer Haus. Die 100 Euro verschwinden bitte in Anführungszeichen, jetzt in der Versicherung und ich weiß nicht mehr, was ist damit passiert. Ich bekomme nicht einmal eine Auskunft. Sind mehr griechische als italienische oder mehr italienische als spanische Staatspapiere gekauft? Ich kann nicht mitreden, was besser ist, was sinnvoller ist, wo ich mich sicherer fühle. Das Geld ist irgendwo, ich weiß, es ist zum 91% festverzinslich bzw. in Staatspapieren, wenig in Sachwerten und in Substanz, es ist im Papier irgendwo angelegt. Und wenn die Versicherung auch 1% Zins zusagt, dann hafte ich nicht bloß für das 1%, wie wenn man das Geld selbst in den Tresor legt. Ich haft und hoffe und bange auch um meine 100 Euro. Und auch die muss es erst einmal zurückgeben. Also wenn ich wirklich auch hier Äpfel mit Äpfel sachlich das Ganze anschaue, habe ich meine Sicherheitenlage nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich bei der Unterstützungskasse wesentlich angenehmer und besser. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.